Der Raub der Massenvernichtungswaffen der westlichen Allianz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Weitere Berichte werden womöglich etwas schwierig. Jawohl, liebe Leute, ich grüße euch. Ich habe beim letzten Mal schon eine Runde gespielt gehabt. Da hatte ich die Generalstelle begonnen gehabt und hat auch einen Panzergeneral geschlagen gehabt, hatte auch schon den Leser von General zur Hälfte geschlagen gehabt. Also da hat nicht mehr viel gefehlt gehabt. Ja, da gab es dann einen kritischen Fehler, Critical Error occurred, stand dann dort auf dem Bildschirm. Weißt du, also das Spiel konnte ich leider nicht so hochladen, weil es halt abgeschmiert ist dazwischen drin. Ich hoffe, das wird diesmal nicht passieren. Ich werde jetzt auch jede Mission einzeln aufnehmen, denn ja, es bringt mir auch nichts, wenn ich dann eine Mission anfange und dann bricht die ab zwischendurch, beziehungsweise ich muss dann halt rausschneiden, alles wieder in Premiere. In einer anderen Liga. Suchen Sie sich einen leichteren General. Unser Gegner hat eine Festung. Er hat bloß zwei Punkte Kanonen, interessant. Seine Laserabwehr ist verheerend. Auf schwer sind es nämlich drei. Ich dachte immer, der hat immer drei, aber er hat anscheinend bloß zwei jetzt. Nur eine Stellung mit Energieversorgung. Diesen Vorteil sollten wir nutzen. Ich könnte theoretisch immer einen Scud-Storm machen oder zwei, dann schieße ich in seine Patriots weg und kann dann mit Felix-Geschützen einmal durchfahren. Ich habe mich überlegt, ob ich vielleicht Scud-Raketen mache. Die sind auch nicht ganz verkehrt. Ja, Scud-Launcher, die sind auch nicht schlecht. Ach komm, ich mache die einfach mal. Ich finde die ganz lustig, die Dinger. So. So, da mal die Waffen verbrücken. Eine Kaserne? Schade um die schönen Cyborgs, General. Ich werde gehorchen. Wehe ja schon. Ich tue, was ich tun muss. Ich sehe Sie, General. Und ich rate Ihnen dringend, nicht noch weiter vorzurücken. Was wollen Sie von mir? Unsere äußeren Laserschranken haben Sie geortet, General. Hallo, was geht hier? Wir wissen, dass Sie hier sind. Oh, der ist auch so dumm gelaufen. Upgrade verfügbar. Kann ich aber E-Punkte setzen? Mit Shift? Ne, mit Steuerung? Ne. Schade. So, hier. Bild einmal einnehmen. Jetzt könnte ich auch ein zweites Lager mit hinbauen. Na, schick den mit hoch, ja. Einfach hochschicken, ja, die Leute. Du wirst gehorchen, das lobt sich. Ach, ich bräuchte mal einen Radarwagen. Ist sehr nervig, wenn ich immer nicht weiß, wo ich angegriffen werde. Ah, okay. Gut, einmal das Gebäude räumen, bitte. Wir haben einen Krieger verloren. Gut, das ging bis nach hinten los. Komm. Was wollen Sie von mir? Da muss ich jetzt. Ja, was soll mit reinschicken? Das war jetzt der Blöde, was gelaufen ist. Krieger verloren. Ja. Sie jagen meine Einheiten zum Spaß, stimmt's, General? Ja. So, jetzt machen wir erst ein bisschen Eco, damit wir dann auch dann Einheiten machen können. Das ist immer sehr wichtig. Ich kann auch eigentlich mal zwei Felix-Geschütze hier rausschicken.
Das ist nervig. Dann mache ich den Säure-Traktor gleich, dann kann ich das Gebäude räumen. Ja, der Start war jetzt nicht ideal gewesen natürlich. Das war alles sehr blöde, wie das gelaufen ist. Aha, gut, da ist auch so ein... Ist jetzt das Gebäude... So, guck mal, ein Flingsgeschütz mit rüberschicken. Und gleich geht der erste Deckelstrahl hier los. Nur damit Sie Bescheid wissen, ich greife jetzt an. Ja, gut, dass er uns vorwarnt. Oh. Ihre Defensivsysteme halten mich nicht auf. Wunderschön. Nicht wahr, General? Mach da immer so, bitte. Einmal so. Können wir die Region mit chemischen Kampfstoffen? Okay. Das ist anscheinend ein bisschen so das Pendant zu diesen Tachenpanzern. Oh, die kann man nicht angreifen. Ich kann hier nicht die Drohne angreifen. Was ist das denn für ein Schrott? Ich habe sie schon anvisiert, General. So, Flingsgeschütz kommt raus. Komm hier ein bisschen zurück, bitte. Oh! Und zurück, ab ins Gebäude. Oh, das muss repariert werden, ganz dringendst. Ich meine auch ein zweites Tunnelsystem mit hin. Wir haben einen Krieger verloren. So, da auch ein Schmerz macht. Oh. So, und neue Raketenbots kommen da raus, jawohl. Ah, da ist mit so. So, offen dort, so. Jo, das sieht gut aus hier alles. Das gefällt mir ganz gut hier. Oh, die Reparaturplattform kann ich mal einnehmen. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Ja. Ja, genau. Gar nichts.
So. Ich habe sie schon anvisiert, General. Willst du wissen? So, einmal panzerbrechende Munition und dann gleich noch ein Schandsetzungs-Upgrade. Und dann geht's jetzt richtig los, ja? Machen wir noch einen Mob, den bewaffnen wir auch gleich noch. So, einmal das Gebäude ran, bitte. So, und Schatz, das Upgrade. Ich frage mich gerade, ob sich dann der Heilungseffekt potenziert, ja. Dass ich ein Schanzens Upgrade plus noch mehr dieses Ding habe. Wir haben einen Krieger verloren. So. So. Wir haben einen Krieger verloren. Och, was geht hier? Scharfschütze oder was? Hier wurde wieder Terror gemacht. Wir haben einen Krieger verloren. Verkaufen Sie Ihren Skatsturm, bevor ich ihn zerstöre. So, dann hier auch vorne wieder. Und jetzt kann ich eigentlich schon beginnen, hier zu rüsten, fleißig. Ich speichere mal eben. So, ja, sehr wohl. Sehr gut, meine ich. Oh, oh, oh. Achso, er geht auf den Skatschambus drauf. Was sagen Sie zu 50 Millionen Megajoule purer Energie, General?
So, ich habe Lust, die zerstören jetzt den Scratchdown nicht. Das wäre sehr ärgerlich für mich. Aber ich kann jetzt ein riesen Bataillon eigentlich machen von Scrat-Dingern. Feelingsgeschützen. Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Soll ich Sie wegbeamen, General? So, hier noch mehr. So, dann kann ich nämlich hier die Stellung wegschießen und einfach mal durchfahren. Na, wobei ich werde zwei brauchen, wahrscheinlich zwei Scud-Stürme dafür. So. So, die Kasernen dürfen jetzt auch fleißig produzieren wieder. So, wie können wir den Turm auch einnehmen? Kann man einen kleinen Säuremännchen brauchen? Ich gehe da direkt mit rüber, wenn ich gerade drüber nachdenke. Dafür den Schützturm einnehmen. So, dann mal los hier. Wir haben einen Krieger verloren. So, Scud-Raketen Marsch, sag ich nur. Unsere Heimat ist in Gefahr. Ich werde gehorchen. Unser Scud-Sturm ist einsatzbereit. Ich könnte eigentlich auch die Dinger ausschalten einfach, das wäre auch nicht so schlecht. Ich glaube, ich fahre direkt durch. Einfach nicht. Ich fahre dann direkt durch. Aber eigentlich kann er mir jetzt gar nichts mehr. Ich habe jetzt schon so viel Kohle, dass ich immer reboomen kann. So, einmal das reparieren, jawohl. So. Schneiden durch ihre Stellungen wie ein Messer durch Butter. Wir haben einen Krieger verloren.
Jetzt wird wieder fleißig Schaden gemacht. Ist alles verseucht, ist natürlich auch ein bisschen eklig. Oh, der Ultimum ist weg, den wollte ich gerade echt noch ignorieren. Naja, gut. Können wir Hinterhalt machen? So, dann los, ja. Das Feuer auf die. Oh, einmal reinigen. Hier mal drauf. Raketen machen sehr, sehr wenig Schaden. Den hätte ich mir nicht mehr erwartet, zumal das auch ein Generalsupgrade ist. So, am Drücken drauf. Wir haben einen Krieger verloren. Ein feindlicher Kommandobot. Nein! Schnell! Baut die Kommandozentrale hallo? Wieder auf! Wir haben einen Krieger verloren. Weg von meinem Redaktoren, General! Nur damit Sie Bescheid wissen, ich greife jetzt an. Gut sein, immer vorwarnt, das ist natürlich sehr nett von ihm. Laser müssen sehr präzise kalibriert werden. Ah, dieses Kartwerfer. Das ist wie die Onaga bei Age of Empires, die schießen sich mal selber weg. Ah, die sind zu langsam. Das ist meine Waffenfabrik. Nein! So, macht man das kaputt? Jawohl.
Skatwerfer, einfach, die machen so wenig Schaden. Das ist schon wirklich lächerlich eigentlich. Ich meine, so eine Rakete kostet normalerweise in der Realität locker 500.000. Also es sollte schon mehr Schaden machen. So, wird mal los hier. Mensch ist hier. Unser Skatsturm ist einsatzbereit. Wie viele Raketen das auch wirklich braucht? Das sind 5 Werfer hier. Ich glaube, ein Einzelner würde gefühlt gar nicht ausreichen, weil die würden sich auch heilen können. Also reparieren können. Ich glaube, ein Einzelner würde ja gar nicht reichen. So, zurück mit euch, zurück. Oh, wird er das schaffen? Wird er das schaffen? Wird er das schaffen? Ja. Oh, er schafft es noch zu entkommen. Sehr gut. So, dann mal los hier auf den Turm drauf. Na, ich spiele eigentlich schon wieder mit dem Gegner rum. Ich kann den schon längst auslöschen. Ich komme jetzt in Kaugummi von Diadent, falls ihr das Geräusch mal hört. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Aufnahme dann hört später. Oh, die Reaktoren macht's gut kaputt. Das war nicht schlecht. Skatwerfer einsatzbereit und gerne. So, mal gucken, wie viele Raketen es wegschießen kann. Ja, 2 hat es weggeschossen. Wir haben einen Krieger verloren. Boom, und die Gebäude ist alle gereinigt. Und das war auch gar nicht so schlecht. So, nächste Salve. Start des Skatsturm. Wir haben einen Krieger verloren. Was war hier jetzt los? Na gut. Ich mach jetzt einfach die Gebäude kaputt. Ist jetzt nicht mehr so interessant dazu zu schauen. So. Und gleich haben die Panzer keinen Strom mehr.
Und das war schon das letzte Gebäude. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Sieg ist unser. Sie haben gewonnen, General. Aber ich werde Ihre Taktik analysieren und eine perfekte Strategie ausarbeiten. Jo, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich werde euch im nächsten Kanal weitermachen. Das seht ihr dann aber in der nächsten Aufnahme. Genau, in dem Sinne. Vielen Dank und bis bald hoffentlich, liebe Leute. Genau.